Ja, guten Morgen von meiner Seite aus. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich werde euch heute ein spannendes Thema vorstellen, nämlich das Thema Veränderung. Wer hat nichts mit Veränderung zu tun? Okay. Wer hat was mit Veränderung zu tun? Ja, also ich treffe, glaube ich, den Nerv von euch. Und es geht darum, wie man Veränderungen auch nachhaltig hinbekommt. Und meine These ist, Veränderung muss von innen kommen und dann ist sie nachhaltig. Und was ich mir darunter vorstelle, das werde ich euch heute ein bisschen zeigen. Vielleicht kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin seit über 30 Jahren ursprünglich, komme ich aus der IT, bin Softwareentwickler. Und bin darüber hinaus, habe ich ganz viele Stationen durchlaufen, habe Teams geleitet, mich viel mit Agilität beschäftigt, weil der Ursprung von Agilität kommt ja aus der Softwareentwicklung. Und habe mich aber auch relativ früh damit beschäftigt, was denn Agilität auch bedeutet außerhalb der Softwareentwicklung, also bezüglich Führung, Zusammenarbeit oder vielleicht auch in anderen Abteilungen agil zu sein, außerhalb der IT. Und ja, da habe ich mich viele Jahre mit beschäftigt und habe auch viele Jahre als Führungskraft gearbeitet. Dort habe ich festgestellt, dass ich eher ein Coach war, also nicht so die klassische Führungskraft, sondern mehr ein Coach. Das heißt, ich habe immer entwickelt und habe immer befähigt und mich gefreut, wenn Systeme funktioniert haben, ohne dass ich was dazu tun musste. Und das hat dazu geführt, dass ich dann auch relativ oft dann irgendwann meine Station gewechselt habe, weil ich einfach an dem Punkt angekommen bin, wo die Entwicklung quasi am Ende war. Und seit diesem Jahr bin ich als Berater, stehe ich zur Verfügung und unterstütze viele große und kleine Unternehmen im agilen Wandel. So Management 3.0 haben wir ja auch in der Keynote gehört, ist tatsächlich auch ein spannendes Thema. Ich habe auch einen der, das hat der Till vergessen, der Schlingel, ich habe einen der ersten Management 3.0 Stammtische im Skydeck gemacht, bei der DB Sistel, also vor dem großen Gathering. Da waren es noch 50 Leute. Und das Thema ist immer populärer geworden, echt spannend. Und auch noch eine kleine Werbeeinlage. Am 11. Dezember ist bei Leica in Wetzlar ein Management 3.0 Stammtisch. Ich organisiere den so alle 2-3 Monate. Also wer Lust hat, daran teilzunehmen, sehr spannend. Man lernt auch so ein paar Hintergründe, also Mitarbeiter sprechen, erzählen auch ein bisschen, was bei Leica so passiert. Gut, aber nun starten wir mal die agile Transition. Oft erlebe ich, dass sie so aussieht. Kennt ihr das? Ja? Wer kennt das? Ja, also so ein bisschen Chaos, wird irgendwie gefightet und geht es richtig zur Sache. Und ja, was ich aber erlebt habe, auf was man achten muss, dass im Fieber des Gefechts schnell die Orientierung verloren wird. Ja, auch bezüglich daraufhin, wir haben ja auch vorhin schon gehört, die Warum-Frage mal zu stellen. Ja, manchmal ist man so tief im Gefecht und Teams agilisieren sich und man versucht übergreifend zu skalieren und zusammenzuarbeiten, aber manchmal geht die Warum-Frage so ein bisschen verloren. Ja, und ich finde es wichtig, dass man manchmal versucht, doch noch mal ein paar Schritte zurückzutreten. Ja, und so versucht das Große und Ganze irgendwie nochmal im Blick zu haben und aufzupassen, dass alles eigentlich auch in die richtige Richtung verläuft und sich nicht verselbstständigt. Also bei Agilität ist es wichtig, da geht es ja in Richtung Selbstorganisation, die sollte aber natürlich in irgendeiner Form in einem Rahmen stattfinden. Ja, ein Rahmen, der eine Richtung vorgibt. Das wird oft falsch gemacht, auch Selbstorganisation wird immer so verstanden, irgendwie jeder kann alles machen, ja. Aber das ist nicht Selbstorganisation. Selbstorganisation funktioniert nur, wenn es einen guten, klaren Rahmen gibt, in dem die Selbstorganisation ablaufen kann. Ja, und das ist so ein bisschen meine persönliche These. Ich sage, im Wahn des agilen Zeitalters, Agilität ist eigentlich nicht das primäre Ziel, das sollte man sich vor Augen führen, sondern mir ist es persönlich wichtig, eigentlich an einem großartigen Unternehmen zu arbeiten.
Ja, also Unternehmen großartig zu machen. Und was ich darunter verstehe, sind diese zwei Hauptaspekte. Einmal das Unternehmen, das den Kunden einen großartigen Nutzen erbringt, das heißt großartige Produkte und Services anbietet und aber auch im Gegenzug den Mitarbeitern einen großartigen Arbeitsplatz anbietet. Und das Ganze in Summe sind für mich die wichtigsten Aspekte, die einen am Ende ein großartiges Unternehmen ausmachen. Und meine Hypothese ist, dass man davon alles ableiten kann, ja, und Unternehmen zu helfen, großartig zu sein. Und das Ganze ist auch so eine Art Ökosystem. Ja, also wenn ein Unternehmen tolle Produkte herstellt, dann bekommt man in der Regel auch tolles Feedback und sieht auch, dass diese Produkte irgendwie Sinn machen, dass sie toll angenommen werden, dass die Kunden Spaß dran haben, dass sie sich dran erfreuen. Und das motiviert. Ja. Vor allen Dingen, wenn man den Sinn drin sieht, wenn man viel Arbeit in etwas reinsteckt und kann sehen, dass es tatsächlich etwas bringt und gut wird und daran teilzuhaben. Und das schafft Motivation und dann daraus wieder die notwendige Kraft, es noch besser zu machen, zu lernen, sich zu reflektieren und Produkte und Services einfach noch weiter zu verbessern. Diese Batterie muss ja auch irgendwo aufgeladen werden. Und das Ganze kann man tatsächlich auch messen. Und das ist eine spannende Sache. Da hört es meistens schon auf, nämlich in dem Aspekt beispielsweise gelieferte Business Value zu messen. Wer kann mit dem Begriff Business Value was anfangen? Wer hat das schon mal gehört? Wer misst das im Unternehmen bei euch? Ja, so zwei halbe irgendwie. Ist eigentlich eine spannende Sache, ja, jeder weiß es eigentlich, aber keiner misst es. Und für mich ist es immer wichtig, wenn man an etwas arbeitet, dann muss man es messen. Weil man kann nur lernen und man kann sich nur an etwas reflektieren, wenn man das irgendwo gemessen hat. Also das heißt, wenn man sehen kann, wie ist die Entwicklung? Wird etwas besser? Ja, gibt es irgendwo Einbrüche oder gibt es sogar Tendenzen, dass es schlechter wird? Und dasselbe kann man auch in die Organisation reinmachen. Also man kann das auch in die Organisation reinmessen, also in Richtung einem großartigen oder tollen Arbeitsplatz. Man kann den Happiness Index zum Beispiel messen. Ja. Man kann den NPS-Score messen. NPS-Score erkläre ich immer noch mal gerne extra. Wer von euch kennt den NPS-Score? Wer weiß das? Nutzt ihr das im Marketing nach außen, Richtung Kunde? Ja. Wer nutzt das nach innen? Oh, wow, das ist cool. Das habe ich selten erlebt, dass es so viele machen. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. NPS-Score bedeutet, das ist der Net Promoter Score. Das bedeutet, das ist eine Empfehlungsrate. Also wenn man das in Richtung Kunde misst, heißt das, welcher Kunde empfiehlt das Unternehmen auch anderen Kunden? Und das kann man auch nach innen messen. Und dann sieht das nur ein bisschen anders aus. Dann heißt die Frage beispielsweise, welcher Mitarbeiter würde seinem besten Freund auch empfehlen, in diesem Unternehmen zu arbeiten? Es ist eine unwahrscheinlich starke KPI. Und ich kenne viele Unternehmen, die das kennen, dass man es machen kann, aber die sich das nicht trauen durchzuführen. Weil das Ergebnis kann unter Umständen wirklich ernüchternd sein, weil die KPI sehr stark ist und eigentlich sehr stark aussagt, wie stark stehen die Mitarbeiter hinter dem Unternehmen selbst. Ja, wie stark können sie sich mit dem Unternehmen identifizieren. Aber man sollte das auf jeden Fall messen, weil der Sachverhalt wird nicht besser dadurch, dass man es nicht transparent macht. Gut, so und jetzt kommt tatsächlich Agilität ins Spiel. Ja, ihr wisst, Agilität hilft uns mit komplexen oder in einem komplexen Umfeld sich zu bewegen, um mit komplexen Sachverhalten umzugehen. Und unsere Märkte sind einfach sehr komplex und da hilft uns dann Agilität. Also Agilität ist ein Mittel zum Zweck an der Stelle und aber auch in die Organisation rein. Eine Organisation ist ein sehr komplexes soziales System. Und Agilität hilft uns an der Stelle, dieses System zu managen, ja, oder mit dem System umzugehen. Ja, und das Mysterium Agilität. Habt ihr das schon erlebt, dass ihr mit verschiedenen Personen euch über Agilität unterhalten habt und jeder was anderes darunter versteht? Ja, gibt es sehr häufig. Ja. Und nicht nur
unter denen, die jetzt irgendwie sich neu damit beschäftigen, sondern auch unter denen, die sich schon sehr lange damit beschäftigen. Es gibt unterschiedliche Aussagen, was man unter Agilität versteht. Um das so ein bisschen aufzuklären, habe ich einfach mal nach Fakten gesucht. Der erste Fakt ist im Duden. Was steht denn im Duden beispielsweise? Ist immer ganz schön, da mal nachzuschlagen. Was findet man denn da unter dem Wort agil? Da steht sowas wie groß, von großer Beweglichkeit zeugend, regsam und wendig. So. Also hier haben wir es mal schwarz auf weiß stehen, was Agilität bedeutet. Ist jetzt natürlich noch nicht auf den Unternehmenskontext bezogen. Erstmal grundsätzlich. Also es geht um etwas Wendiges, um sich schnell zu bewegen und regsam und wendig sein. Was ich jetzt vor kurzem entdeckt habe, was ich sehr spannend fand, ist, ich habe mal nach Synonymen gesucht, und zwar nach Regsamkeit, und habe dann diese Synonyme gefunden hier. Aktivität, Einsatz, Energie, Feuer, Gewandtheit, Leben, Tatendrang, Vitalität und Wendigkeit. Finde ich irgendwie eine tolle Beschreibung für agil. Also ne, die Eigenschaft von agil zu beschreiben. Und dann habe ich vor einigen Jahren auch mir selbst nochmal die Frage gestellt, was verstehe ich denn eigentlich unter Agilität? Und was da rauskam, war einmal das, dass ich gesagt habe, irgendwie ist Agilität doch sowas wie die Kunst, einfach souverän mit der Veränderung umzugehen. Und das ist mir später aufgefallen, dass da das Wort Kunst drin vorkommt. Und das hat sowas, das ist ja Kunst, ist ja das Handwerk irgendwie, ja. Also irgendwie muss man das Handwerkszeug beherrschen, das agile Handwerkszeug, und auch nach diesen agilen Methoden vorgehen. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Und dann kam mir noch in Sinn, dass ich gesagt habe, ja, aber da gehört aber auch noch was dazu, nämlich sowas wie die Einstellung, die Veränderung als Normalität betrachtet. Ja, also irgendwie davon auszugehen, die einzigste Konstante ist eigentlich das, dass sich alles verändern wird. Und da kommt das Wort Einstellung drin vor, und wenn man Einstellung im Prinzip weiterinterpretiert, dann ist das sowas wie eine Art Mindset. Ja. Und das sind für mich so die zwei Hauptaspekte, die hinter Agilität stehen, nämlich einmal, dass man die Methode beherrscht und dass man die entsprechende richtige Einstellung dahinter hat. Ja, was heißt denn jetzt agil vorgehen? Da gibt es eigentlich auch ein relativ klares Konzept. Das ist für mich so die Mutter der Vorgehensweise im agilen Kontext. Das ist einfach dieser PDCA-Cycle. Auf den kommt man irgendwo immer wieder zurück. Den findet man überall, sei es in Scrum und so weiter. Irgendwo ist es immer wieder dieser PDCA-Cycle. Entstanden so aus diesem Toyota-Kontext, Lean Production, auch oft Deming-Cycle genannt. Und irgendwie kommen wir immer wieder darauf zurück, kontinuierlich in kleinen Iterationen an etwas zu arbeiten, immer wieder sichtbare Ergebnisse zu haben, zu messen und zu lernen. Das ist für mich eigentlich die agile Vorgehensweise. Und jetzt habe ich mal ein spannendes Experiment für euch, mittlerweile eines meiner Lieblingsübungen, die ich auch gerne in Workshops mache, das perfekte Projekt. Kennt ihr mal diese Übung? Dann, ja, du kennst sie, genau. Dann spiele ich die mal mit euch kurz. Und ich bitte euch mal gedanklich zurückzudenken und mal in eurem Gedanken zu suchen nach einem Projekt, wo ihr sagt, das war echt ein super tolles Projekt und das war auch wirklich erfolgreich am Ende. Das Spannende ist, die meisten finden das nicht im Arbeitsleben, sondern irgendwo außerhalb, im privaten Kontext. Es ist auch erlaubt. Ja, also ihr könnt auch im privaten Kontext gehen, zurück in euer Studium, wo ihr quasi mit Studenten oder mit Freunden zusammen an irgendeinem Projekt gearbeitet habt. Geht mal gedanklich zurück und überlegt euch mal und denkt euch mal in dieses Projekt rein. Was ist dort passiert in diesem Projekt? Was hat dieses Projekt ausgemacht? Was waren die Schlüsselfaktoren, die dieses Projekt nachher wirklich erfolgreich gemacht haben? Welche Dinge sind dort passiert? Könnt ihr euch da reindenken? So, jetzt zeige ich euch mal was, was bei mir in den Workshops oft rauskommt. Da könnt ihr mal schauen, ob das deckungsgleich ist mit dem, was ihr im Kopf habt. Was ich oft in den Workshops rausbekomme, das Thema Zusammenarbeit. Die Leute sagen dann solche Sachen wie, es hat es ausgemacht, dass alle an einem Tisch gesessen haben, zusammengearbeitet haben. Sehr eng, dass es echte Teamplayer waren, die richtigen Leute da waren. Ja, dass die Chemie auch gestimmt hat zwischen den Personen, dass man sich verlassen konnte aufeinander,
ja, ein richtiges Team war, auf das man sich verlassen kann. Man hat viel gelacht, tatsächlich. Ja, Spaß, ganz wichtig gewesen. Und natürlich die Ergebnisse. Ja, und dass es Ergebnisse gab, dass man in kleinen Schritten gearbeitet hat, dass man schnelle und wirksame Ergebnisse hatte. Ja, also man schnell was zeigen konnte und hat auch gesehen, dass cool, das läuft in die richtige Richtung, das funktioniert. Dass man transparent war, dass man transparente Fortschritte hat. Man hat auch gesehen, es geht vorwärts. Dass es kein Push war, sondern dass man aus eigener Initiative gearbeitet hat. Ja, also nicht Stress und Druck entstanden ist, sondern Freiheiten hatte. Und dass es einen hohen Fokus gab. Dass man nicht an 1000 Projekten gleichzeitig gearbeitet hat, sondern man hatte den Kopf frei, sich auf eine Sache zu konzentrieren und daran zu arbeiten. Dass man schnell reagieren konnte auf Veränderungen, pragmatisch vorgehen konnte, schnell und flexibel und unkompliziert Dinge anpassen konnte. Dass man eine Kundennähe hatte, ja, also dass man mit demjenigen, für den man das gemacht hat, eng zusammengearbeitet hat, dass man ein klares Verständnis hatte, was gebraucht wird und transparente Anforderungen hatte und die Kommunikation. Dass man sich gut miteinander unterhalten konnte, dass es regelmäßige Abstimmungen gab, face-to-face, dass man auf Augenhöhe kommuniziert hat und dass es offen und ehrlich war. Gibt es da eine Deckung bei euch? Ja? So, und jetzt passt auf. Kommt euch das bekannt vor? Wer weiß es? Es gibt eine Korrelation davon zur Agilität. Kennt jemand das Agile Manifest? Zack. Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen. Vorzeigbare Ergebnisse vor ausgedehnter Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlungen. Reagieren auf Veränderungen vor Planverfolgung. Steckt da 100% drin. Hier habt ihr den Plan dafür, wie ihr Projekte erfolgreich machen könnt. Ich mache das oft in Führungskräftetrainings, ja, also nach diesem Brainstorming, das perfekte Projekt. Und dann frage ich, macht ihr das so? Dann kommt einmal die große Überraschung, eigentlich nicht. Warum? Ihr wisst, wie ein gutes Projekt gemacht wird, aber es wird nicht umgesetzt. Und die Umsetzung ist schwierig. Ja, im Endeffekt, Agilität bedeutet, irgendwie, wir haben das Mindset, von dem irgendwie alles ausgeht. Dann haben wir die vier Leitsätze aus dem Agilen Manifest, ja, das Erfolgsrezept für erfolgreiche Projekte. Das wird nochmal ein bisschen näher ausspezifiziert durch die 12 Prinzipien, die man im Agilen Manifest findet. Dann gibt es ganz viele agile Methoden und Praktiken und diesen zusammengesetzten unterschiedliche Frameworks. Das ist jetzt noch so ein bisschen griffiger, was Agilität eigentlich ist. Was ich oft auch ein großes Problem habe, ist, also wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dann sollte man sich auch die Warum-Frage stellen. Und oft höre ich, dass man irgendwo agil sein möchte, aber es einfach nicht klar ist, warum. Und da finde ich es immer wichtig, dass man wirklich mal auf Dinge achtet, die passieren, also auf die Symptome, die im Unternehmen auftreten, dass man die mal versucht zu identifizieren und dann auch tatsächlich die Ursachen aufzuspüren. Ja, woran liegt es? Vielleicht an zu autoritärer Führung, dass halt keine Freiräume, keine Selbstorganisation entsteht und keine Eigeninitiative. Oder fehlende Kundennähe, ja, dass halt einfach Zielverfehlungen da sind und der Nutzwert nicht so hoch ist. Oder fehlende Freiräume. Und dann kann man tatsächlich auch Maßnahmen ableiten und überlegen, was sind denn die ersten Schritte, die uns im Unternehmen wirklich helfen. Also den Sinn auch wirklich zu hinterfragen, das sind die Dinge, die uns wirklich helfen, die wir tun können aus dem agilen Baukasten, die uns als Unternehmen weiterbringen. So, und ganz oft erlebe ich das, ja, dass die Veränderung stecken bleibt an irgendeiner Stelle. Und warum? Das versuchen wir jetzt noch mal ein bisschen aufzuspüren. Was ganz sinnvoll ist, dass man auch mal irgendwo eine Art Standortbestimmung macht. Ja, also vielleicht, wenn man hängen geblieben ist oder auch wenn man anfängt. Ja, wo stehen wir eigentlich? Und die spannendste Frage kommt eigentlich jetzt. Wo wollen wir überhaupt hin? Ja, was ist eigentlich überhaupt das, was wir erreichen wollen? Und das mache ich relativ oft dann an der Stelle, dass ich hier so einen Leitfaden habe von 13 Leitthemen. Ja, das geht von Zielbild bis Lernen, Freiräume, Messen, Planung, Führung, Struktur, Rollen, Potenziale, Kultur. Und dass man dann für sich als Unternehmen mal die Frage klärt,
wo wollen wir eigentlich hin? Was wünschen wir uns denn da? Wie soll das aussehen? Und dann kann man sowas wie eine Standortbestimmung machen, kann so ein Radar machen und sagen, okay, da stehen wir jetzt. Und wo wollen wir eigentlich hin? Ja, vielleicht am Ende des Jahres, wo wollen wir denn dann stehen? Und dann kann man auch wirklich sehen, wie verändert sich das zwischendrin. Immer mal wieder feststellen, wo es jetzt der Ist-Stand. Verbessert sich das? Haben wir eine Veränderung? Hat das schlechtere Auswirkungen? Und so weiter. So, der nächste Schritt, der auch wichtig ist, dass man auch wissen sollte, welche Veränderungsstrategie braucht es überhaupt? Ja, also einmal gibt es hier ganz unterschiedliche Aspekte. Ja, also bezüglich der Veränderungsnotwendigkeit und dem Veränderungsvermögen. Ja, also so ein Großkonzern, bei der hat halt einfach ein ganz anderes Veränderungsvermögen wie jetzt ein kleineres Unternehmen. Die sind natürlich wendiger und können viel schneller Dinge verändern. Und die Veränderungsnotwendigkeit ist auch sehr maßgeblich wichtig. Ja, das heißt, keine Ahnung, wenn wir jetzt nicht wirklich radikal was verändern, gibt es uns dann nächstes Jahr überhaupt noch? Und je nachdem, wo wir uns da befinden, müssen wir anders vorgehen. Ja? Also wenn wir jetzt nichts verändern, dann gibt es uns nächstes Jahr nicht mehr, dann müssen wir was ganz anderes machen. Ja? Wie wenn wir einfach da nicht so einen hohen Druck haben und uns auch schneller verändern können. Das geht halt von Überleben sichern bis radikal neu positionieren, erneuern, mobilisieren oder dann, wenn man da noch relativ komfortabel schon unterwegs ist, sagt, okay, wir wollen in Richtung lernende Organisation gehen. Aber von Überleben sichern bis zur lernenden Organisation, das sind Welten dazwischen und auch komplett andere Vorgehensweisen. Ja, und vor allen Dingen dieses Bild zu haben, wo wollen wir eigentlich hin? Also Visionen gibt es oft in Unternehmen, aber in vielen auch schon länger und in den einen oder anderen auch sehr unklar und unscharf. Vielleicht am Anfang scharf, wenn man gestartet hat und dann wird es immer unschärfer und nicht mehr klar genug. Und da ist es wichtig, auch wirklich zu klären, warum machen wir das Ganze überhaupt? Ja, das ist auch die Sinnfrage, die ja geklärt werden soll. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man an etwas arbeitet, wo man den Sinn nicht drin versteht. Ja, also etwas Sinnloses tun. Das ist für mich so das Schlimmste überhaupt, was es gibt. Und dann sollte man wissen, ja, was tun wir dafür, um dahin zu kommen und wie machen wir das Ganze? Und wenn diese Fragen nicht geklärt sind, dann wird eine Strategie, ein Wandel, ein Change sehr schwierig. Ja, weil das braucht immer ein klares Ziel an irgendeiner Stelle, wo man hin möchte. Ja, jetzt habe ich euch nur die halbe Wahrheit gesagt, leider. Ja, das ist eigentlich nur, jetzt ein Perspektivenwechsel, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Der größere Teil, der kommt eigentlich unten drunter. Und da kommen wir jetzt dazu, warum viele Change-Initiativen stecken bleiben. Die haben nämlich nur den oberen Teil gesehen und haben den unteren Teil vergessen. Und der untere Teil, der ist viel größer und hat eine viel stärkere Wirkung. Stellt euch mal den Eisberg jetzt mal so bildlich vor, ja, wie der auf dem Meer schwimmt. Wer bewegt diesen Eisberg? Ist das der Wind, ja, der über Wasser fegt, oder ist das die Strömung unter Wasser? Was meint ihr? Ja, das ist eher die Strömung unter Wasser. Ja. Und das Schlimme ist, das hier oben, das seht ihr relativ schnell, das hat eine hohe Sichtbarkeit, aber das hier unten, das seht ihr nicht sofort. Ja. Das ist nicht wirklich so schnell sichtbar, aber das hat die größte Wirkung. Ja, also das Mindset und die Unternehmenskultur, die im Unternehmen vorhanden ist. Und die beste Strategie, ihr könnt die beste Strategie haben, die ist nutzlos, wenn ihr niemand folgt. Und das Folgen der Strategie, das kommt aus dem unteren Teil. Ja, ihr könnt Fegefeuer entfachen, die vielleicht kurz mal aufflammen, aber die nichts von Nachhaltigkeit haben. Und wenn ihr unten den unteren Teil nicht adressiert und nicht schafft, im Prinzip dort die Transparenz zu schaffen, den Sinn zu erklären und die Leute davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist und jeder einen Nutzen hat, in diese Richtung zu gehen, dann wird das nicht funktionieren. Und jetzt noch eine schlechte Nachricht. Umdenken kann nicht angeordnet werden. Ja, also man kann nicht einfach hingehen und sagen, so, wir denken jetzt alle um
Ja, und ab nächsten Jahr denken wir nach statt X nach Y. Das funktioniert leider nicht. Ja, also man kann nur ein Umfeld schaffen. Was man tun kann, ist, man kann mit gutem Beispiel vorangehen, gerade in der Führung. Ja, also quasi so führen, wie man sich selber das wünscht, dass das Unternehmen sein soll. Mit gutem Beispiel vorangehen. Man braucht Influencer im Unternehmen. Das heißt, man muss Leute finden, die für die Sache brennen und gerne mitgehen wollen. Man muss die Leute davon begeistern. Exploration, man muss Erfahrungen machen, man muss die Möglichkeit geben, Dinge auszuprobieren. Und man kann so Methoden anwenden wie Open Space, ja, wo man in die ersten Berührung kommt, wie Selbstorganisation funktioniert und dann auf den Geschmack kommt, auch so zu arbeiten. Ja, jetzt haben wir viel über Agil auch gesprochen und Agil auch, wie es methodisch eingesetzt wird. Aber man kann Agil ja auch in anderen Bereichen benutzen. Also wir haben ja auch gelernt, irgendwie Agilität hilft uns dabei, mit Komplexität umzugehen. Und wie wir auf dem ersten Bild gesehen haben oder auf einem der ersten Bilder, ein Unternehmen ist ein sehr komplexes soziales System. Warum nutzen wir nicht Agilität auch, um unser Unternehmen zu gestalten? Und wie man das machen kann, das will ich euch jetzt nochmal vorstellen. Es waren ja auch schon ein paar Leute bei mir gestern in der Session, wie man selbstorganisierte Teams macht. So detailliert kann ich heute nicht eingehen, aber kurz. Das ist so ein Modell, was ich mal aus der Praxis heraus entwickelt habe. Ich habe mich mal gefragt, okay, bei einer agilen Transition, da muss irgendein Gleichgewicht hergestellt werden. Wie sieht das aus? Und da bin ich zu dem Punkt gekommen, also erstmal braucht man in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell. Ja, das ist natürlich irgendwie abgeleitet von der Vision und der Mission und der Strategie. Wie sieht das konkrete Geschäftsmodell aus? Welche Produkte und Service bieten wir an? Wie sind die strukturiert und wie sehen die aus? Und dann kann man überlegen, wie stellt sich die Organisation optimal auf? Ja, optimal in Richtung dieses Geschäftsmodells. Und das ist für mich die logische Reihenfolge. Ja, dass das Geschäftsmodell bestimmt, wie man sich aufstellt in der Organisation. Und dann entstehen, kennt ihr das Conway's Law? Ja, also Conway's Law besagt, das ist ein sehr altes Gesetz, was tatsächlich immer wieder auftritt. Die Struktur, an der wir etwas arbeiten, also die Struktur, die entsteht, an der man etwas arbeitet, beeinflusst wiederum die Produkte und Services, die daraus entstehen. Und wenn man mit einer skalierten, selbstorganisierten Struktur an etwas arbeitet, dann entstehen da automatisch daraus strukturierte und skalierbare Produkte. Und das ist oft immer wieder zu erkennen. Das heißt, wenn die richtige Organisationsstruktur aufgestellt ist, dann kommen da auch die richtigen Produkte und Services raus, die wiederum ermöglichen, das Geschäftsmodell umzusetzen. Und da kann man auch sehr viel nach diesem PDCA-Cycle vorgehen. Also auch agil. Insbesondere jetzt hier Geschäftsmodell, das kennt ihr wahrscheinlich, das Lean Canvas, was so ein bisschen agiles Werkzeug ist, um nochmal sein Geschäftsmodell zu schärfen. Ja, da kann man sich hinstellen, kann da auch nach einem PDCA-Cycle, in mehreren Iterationen nochmal daran arbeiten und überlegen, wie sieht eigentlich unser Geschäftsmodell aus? Aktuell, wie müsste das vielleicht sein? Und passt das zu dem, wie wir es ursprünglich gemacht haben? Und dann das Allerschwierigste, was ich festgestellt habe, ist gar nicht Organisation umstellen, sondern einfach einen guten Produktschnitt zu finden. Das heißt, wie schneide ich meine Produkte? Wie trenne ich meine Produkte auf, sodass ich nach Möglichkeit wenig Abhängigkeiten habe? Abhängigkeiten ist ein Effizienzkiller. Ja, also viele Abhängigkeiten in einem Unternehmen zu haben, von unterschiedlichen Teams und so weiter. Das ist ein riesiger Effizienzkiller und das kostet. Das kostet extrem viel. Das kostet Energie, das kostet Zeit und das kostet Geld. Von daher sollte man immer versuchen, Abhängigkeiten zu reduzieren. Was ganz sinnvoll ist, um das noch ein bisschen griffiger zu machen, dass man dann für diesen Produktschnitt vielleicht auch unterschiedliche Mission Statements noch definiert, um diesen Auftrag, der dahinter steckt, griffiger zu machen. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie kann die Organisationsstruktur dahinter aussehen?
Und da geht es, wie gesagt, um die grobe Struktur. Das heißt beispielsweise, wie viele Teams brauchen wir in welchen Bereichen, die an etwas arbeiten. Ja, und ganz wichtig ist auch zu wissen, wo geht es nachher wirklich hin. Und das kann nicht nur aus Management passieren, sondern da muss man noch tiefer gehen. Da müssen die Mitarbeiter irgendwie mitgenommen werden. Die dürfen da mitmachen. Und da ist es sinnvoll, dass man sowas wie eine Art Zukunftsbild hat. Vielleicht auch eine Art Leitbild, wo so Themen geklärt werden, wie gehen wir mit Kommunikation um, ja, was bedeutet es mit Menschenverstand, ja, was ist für uns wichtig in der Zusammenarbeit, was ist bei uns in Führung wichtig, ja, wie steht es bei uns mit Werten und Prinzipien und wie wollen wir eigentlich von der Organisation aufgestellt sein. Und wichtig ist das, dass das nicht top-down kommt, also nicht von Management angeordnet wird, sondern das muss von innen heraus entstehen. Und dafür muss man alle einladen. Und ein agiler Wandel, das ist eine Abenteuerreise, zu der alle eingeladen sind. Und umso weniger da mitmachen, umso weniger ist die Chance da, dass es funktioniert am Ende. Und wie man das machen kann, ist einfach so. Das ist relativ simpel. Man lädt einfach alle ein, mitzumachen. Eine E-Mail an alle Mitarbeiter im Unternehmen. Jeder darf mitmachen. Und das Spannende ist, das ist die erste wichtige KPI für euch für den Wandel. Nämlich die Anzahl der Rückmeldungen, die Anzahl der Leute, die sich da melden und gerne mitmachen möchten. Das ist ein wichtiger Indikator für euch, um zu wissen, wie schwierig wird es. Ja, wenn sich wenige melden, dann wisst ihr, da muss noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wenn sich viele melden, dann wisst ihr, toll, da ist viel Potenzial da, da wollen viele was verändern. Und dieses Potenzial, das könnt ihr nutzen. Das ist die große Kraft. Das Wichtigste für euch im Wandel. Die wichtigste Ressource. So, und wie kann man das jetzt machen, dass man alle mitnimmt? Mit der Einladung, also erstmal, irgendwie brauchen wir eine Vision. Ich nenne das ganze Konzept Zukunftskonferenz, ist jetzt nicht wirklich neu, aber ich stelle euch mal vor, wie ich das mache. Wichtig ist, dass man die Vision hat und irgendwie auch weiß, wo soll es hingehen. Dann lädt man die Mitgestalter ein. Das ist dann erstmal ein kleiner Kreis und kann daraus so eine Art Transition-Team gründen. In verschiedenen Unternehmen unterschiedliche Namen. Das ist ein Team von Leuten, die zentral so die Veränderungen vorantreiben. Keine Führungskräfte. Es dürfen Führungskräfte dabei sein, aber es sind gewählte Leute aus dem Unternehmen und möglichst aus unterschiedlichen Bereichen. So, dann würden wir die Transformation mit diesem Team planen und könnten dann sowas machen wie eine Zukunftskonferenz. Zukunftskonferenz wird nach einer agilen Methode, nach dem World Café gemacht und dort werden wichtige Themen einfach abgearbeitet mit allen Mitarbeitern. Ja, also entweder mit einem kompletten Bereich oder mit vielleicht sogar dem gesamten Unternehmen. Das hat natürlich jetzt räumlich Grenzen. Ja, wenn das Unternehmen sehr groß ist, dann muss man das auf Bereiche aufteilen. Aber alle Mitarbeiter werden eingeladen, mitzumachen und daran mitzuarbeiten, ein gemeinsames Zukunftsbild zu entwickeln. Ja, was dann so ein bisschen das Leitbild ist, wo man zusammen hin möchte. Und ja, und was da so passieren kann, ist extrem spannend. Nämlich, dass man erleben kann, welche Energie eigentlich brach liegt. Und wenn wirklich alle mal eingeladen sind, an etwas zu arbeiten, was da für eine wahnsinnige Energie entstehen kann und wie wahnsinnig viele tolle Ideen daraus kommen können. Das ist unglaublich. Und das ist eine der wichtigsten Ressourcen, was dort entsteht für euch, die ihr nutzen könnt. Es ist ein wahnsinnig krasses Ideenpool von Dingen, was man im Unternehmen verbessern kann. Und das ist eure Ressource für das Change Backlog, für den Organisationswandel, was von innen der Organisation herauskommt. Ja, und das perfekte Team habe ich lange nachgesucht, selten gefunden,
aber, sagen wir mal, einen Weg gefunden, wie man da hinkommen kann. Auf eine Art und Weise, die nicht, die ein bisschen außergewöhnlich ist. Gestern habe ich es ein bisschen intensiver vorgestellt. Das perfekte Team, wie sieht es aus? Nochmal ganz kurz für mich. Also, ich habe gesagt, irgendwie optimaler Einsatz nach Interessen und Stärken, crossfunktional muss es sein, committed und Verantwortung muss es übernehmen, Selbstorganisation, unternehmerisches Handeln ist wichtig. Identifikation und Spaß sollte das Team auch haben. So, wie kommt man da hin? Wichtig ist es, in der Organisation schlummern extrem viele Ressourcen und extrem viel Potenzial, was nicht genutzt wird. Nämlich, weil Mitarbeiter einfach nicht optimal eingesetzt werden, und zwar nicht optimal nach Stärken und Interessen. Von daher ist es wichtig für mich, dass man diesen Sweet Spot findet. Einmal, dass der Mitarbeiter seinen Platz findet, wo er optimal nach seinen Interessen und Stärken eingesetzt wird und dann sogar im Gegenzug eigentlich sogar den höchsten Mehrwert fürs Unternehmen hat. Und dieses Engagement, das findet man heute viel zu wenig. Dass man wirklich daran arbeitet, wo hat denn jeder persönlich seine Stärken und wie kann er diese Stärken dann am besten im Unternehmen einsetzen und dort auch dann im Gegenzug am meisten Spaß haben. Das ist auch meistens so. Ja, dafür gibt es so eine Art Teambuilding-Prozess, den ich so entwickelt habe. Ich habe hier so eine Art Stärkenkarte entwickelt, wo man verschiedene Perspektiven der Stärke der Mitarbeiter erarbeitet in Selbstorganisation, in Teams, sowohl mit Selbst- und Fremdeinschätzung. Ja, ist auch spannend, so quasi den Abgleich zu bekommen, wie ist dann eigentlich mein Fremdbild und mein Eigenbild. Und ja, und das macht man mit so ein paar kreativen Tools, wo man beispielsweise einen Stärkenpoker macht. Ja, und für sich selbst herausfindet, nochmal in sich geht und versucht für sich selbst herauszufinden, wo bin ich eigentlich stark, wo habe ich meine persönlichen fachlichen Stärken oder wo habe ich meine Charakterstärken. Und das aber auch nochmal widergespiegelt bekommt von den Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, um dann auch so ein bisschen den Abgleich zu bekommen von seinem eigenen Bild und auch dem Fremdbild. Und dann folgt da so ein Prozess, den ich jetzt schon des Öfteren sehr erfolgreich durchgeführt habe, wie man Teams bilden kann, aber nicht in Form einer Vorgabe. Ja, also nicht die Vorgabe, dass ein Chef herkommt und sagt, du, du und du, ihr seid jetzt ein Team. Sondern wirklich herausfindet, wer wirklich gut zusammenpasst und das an dem ersten Tag hier, an so einem Vorbereitungstag, tatsächlich mit einer Art Persönlichkeitsentwicklung macht. Und in Teams erstmal mit den Mitarbeitern herausarbeitet, wo ist denn überhaupt jemand stark? Und wo macht es dann vielleicht Sinn, wer mit wem zusammenarbeitet, anhand der Stärken? Und wer hat welche technischen Skills? Und dann in Form eines agilen Workshop-Tags Teambuilding zu machen, aber in Selbstorganisation. In einem agilen Prozess, ihr seht hier, ist wieder der PDCA-Cycle eingebaut. In einem agilen Prozess, an einem sogenannten Team Canvas, ja, sich die Mitarbeiter, die dort teilnehmen, also ich habe das von 30, 40, 50 bis 80 Mitarbeiterabteilungen schon gemacht, die sich neu finden und die Mitarbeiter selber entscheiden, wie stellen wir uns am besten auf, um die vorhandenen Themen, die wir abdecken müssen, in Form von starken, leistungsfähigen Teams am besten abdecken zu können. Und das wird in Selbstorganisation gemacht, ohne dass es irgendjemand vorgibt. Das heißt, die Mitarbeiter schreiben sich selbst in Teams ein. Natürlich nach Kriterien, nach Regeln, nach einer Definition of Done, so wie es im agilen Kontext gemacht wird. Und es gibt einen gewissen Rahmen, in dem das abläuft. Ja, und dann am Ende, wenn sich neue Teams gefunden haben, in der Regel passiert das nach 3 Sprints an einem Tag, dann kann man das ausrollen. Das heißt, die Teams bekommen dann einen neuen Arbeitsplatz, wo sie zusammenarbeiten können, im besten Fall lokal in einem Raum, können an ihrer Identifikation arbeiten, können den Raum noch ein bisschen ausstatten, ein bisschen persönlich gestalten und ja, und dann auch noch sowas wie ein Teamkontrakt erstellen oder auch an der Teamidentität arbeiten, dass sie sich einen Namen geben und vielleicht sogar ein Maskottchen entwickeln lassen. Und das sind Selbstorganisationen. Das Spannende ist, dadurch, dass das alle mitgearbeitet haben, gibt es niemanden, der auf einen Einzelnen eine Schuld schieben kann. Also für mich als Chef war es natürlich immer toll,
weil ich nie mehr erlebt habe im Anschluss, dass irgendjemand zu mir gehen konnte und konnte sich beschweren über die Teamstruktur. Weil ich hatte ja damit gar nichts zu tun. Die ganzen Kollegen selbst entwickelt. Ja. Und das hat aber auch ein ganz anderes Commitment, weil die stehen natürlich anders dahinter. Ja. Also die unterstützen natürlich auch ihre Entscheidung und wollen natürlich auch dann in Selbstorganisation, das ist ja die Kraft der Selbstorganisation, dass quasi die Energie und die Initiative entsteht, wo man sagt, wir wollen das selbst schaffen. Ja. Also wir wollen auch zeigen, dass wir das können und dann auch der Ehrgeiz da ist und sagt, wir wollen was Gutes gestalten, was Gutes hinbekommen am Ende. Wir wollen zu einem tollen Ergebnis kommen. Und diese Kraft dieser Selbstorganisation, wenn das mehrere Leute machen, die zusammen die unterschiedlichen Stärken in der Gruppe nutzen, um nachher zu einem guten Ergebnis zu kommen, das ist das Stärkste, was man haben kann. Es gibt nichts Stärkeres. Und das ist nie etwas, was in einzelnen Köpfen entstehen kann. Das kann nur in der Gemeinschaft entstehen. Ja, so am Ende möchte ich euch noch ein paar Tools mitgeben, wie man denn dann in so einem Kontext navigiert. Also einmal ist es sehr wichtig, dass man bestimmte Dinge auch misst. Also bezüglich zum Beispiel Value. Ja, also inwiefern verbessern wir uns mit ausgeliefertem Business Value beispielsweise? Oder wie schnell schaffen wir es, Produkte an den Markt zu kommen oder Features oder überhaupt Wert an den Markt zu kommen? Ja, Time to Value beispielsweise. Und ja, wie Bugrate zum Beispiel, wie verbessern wir uns da? Und Time in State ist auch immer eine schöne Sache, dass es kommt halt so hier aus dem Lean, dass man halt mal sehen kann, wo in unserer Wertschöpfungskette bleiben denn die einzelnen Wertelemente hängen. Ja, also wo ist der größte Engpass? Wie können wir das rausfinden? Wie können wir das dann lösen? Und was auch ein großartiges Tool ist, ich kriege dafür kein Geld, aber ich finde es einfach ein tolles Tool, das Office Vibe. Kennt das jemand von euch? Ja, einer setzt sich das auch ein? Okay. Ja, genau. Cool. Gibt mittlerweile viele Tools in der Richtung und das ist ein schönes Werkzeug, um einen sogenannten Engagement Index in die Organisation rein festzustellen. Ja, also wie entwickelt sich das Engagement und die Mitarbeiter, oder geht in Richtung quasi großartiger Arbeitsplatz, wie ist die Entwicklung in Richtung großartiger Arbeitsplatz? Und wie das Tool arbeitet, ist einfach relativ simpel, es schickt Fragen. Fragen an die Mitarbeiter. In zufälliger Reihenfolge, man kriegt so irgendwie im Schnitt so 3 Fragen die Woche. Und die sind auch relativ einfach zu beantworten. Und da ist natürlich ein sehr komplexes System dahinter, was dann aus diesen Fragen im Prinzip oder beziehungsweise aus den Antworten der Fragen Rückschlüsse auf den Gesundheitsstand der Organisation schließt. Ja, also da ist dann Mitarbeiter-Vorgesetzten-Verhältnis drin, auch quasi die persönliche Fitness, ja, der Spaßfaktor, die Begeisterung. Und so weiter. Und daraus wird dann eine Kurve generiert. Das ist der sogenannte Engagement Score, der sich erst nach ein paar Monaten findet und dann irgendwann stabil wird und auch genutzt werden kann. Und man sieht dann dort auch Auswirkungen. Das heißt, wenn man Veränderungen in der Organisation vornimmt, ja, dann sieht man dort auch Peaks. Ja, ganz wichtig ist bei einer Veränderung, ihr kennt die Veränderungskurve, ja? Also nach jeder Veränderung kommt erstmal ein Einbruch. Das ist ganz wichtig zu wissen, ja. Das ist auch ganz wichtig in der Erwartungshaltung von Change Management, dass man diese Erwartungshaltung klärt. Nicht sofort nach der Veränderung kommt die Verbesserung, ja? Sondern das dauert immer eine Zeit lang. Und umso größer die Veränderung ist, umso länger dauert es, bis man die Verbesserung spürt. Und wenn man das nicht aushalten kann und nicht durchhalten kann, ja, diese Phase, diesen Knick, diesen Einbruch,
dann bricht man oft vorher ab, bevor die Verbesserung überhaupt die Chance hat zu wirken. Das ist ganz wichtig. Also man sollte sich bei jeder Veränderung am Anfang genau überlegen, wie lange geben wir uns Zeit, ja, bis wir davon ausgehen können, dass die Verbesserung realistisch die Chance hat zu wirken. Das sollte man sich am Anfang festlegen. Und dann sollte man nach diesem Zeitraum, den man sich gegeben hat, dann sollte man eigentlich erst wirklich auswerten und genau wissen, dann kann man feststellen, hat das jetzt was gebracht oder müssen wir das nochmal anpassen oder korrigieren in eine andere Richtung. Ganz wichtiger Aspekt, und das sieht man hier auch der Kurve zum Beispiel nach innen. Ja, also natürlich sind Mitarbeiter erstmal gestresst, wenn eine Veränderung da ist, weil man muss sich irgendwie einen neuen Rhythmus finden. Es gibt auch Unzufriedenheit, ja, weil irgendwie die Rolle im ersten Moment nicht klar ist. Und das muss man wissen, diesen Einbruch wird man dann hier sehen. Aber das muss sich irgendwann wieder erholen und auch besser werden. Ansonsten weiß man, er hat was falsch gemacht. Und wenn man das hier nicht sehen kann, dann murkst man ständig an irgendeiner Organisation rum und tut verschiedene Dinge, ohne zu wissen, ob es überhaupt was bringt. Also kann ich Ihnen empfehlen. Und noch ein ganz spannendes Werkzeug, was ich gerne mitgeben möchte, was bei vielen meiner Kunden sehr erfolgreich eingesetzt wird, ist der sogenannte Produktbasar. Kennt das jemand von euch? Ja, einige oder Einzelne. Produktbasar ist ein relativ einfaches Tool. Das ist sowas wie eine Art Public Review. Also eine Review von dem, was in den einzelnen Teams entstanden ist, aber auf einer viel größeren Ebene, wie das in der normalen Review gemacht wird. Nämlich das wird in Form wirklich eines Basars gemacht. Das heißt, man sollte irgendwie einen großen Raum oder einen großen Gang finden, auf dem dann mehrere Tische als Stände aufgestellt werden. Und an jedem Tisch präsentiert ein Team die Ergebnisse. Die Ergebnisse quasi von der letzten Iteration des letzten Basars zum nächsten Basar. Und dort stehen jeweils ein oder zwei Personen von jedem Team, die dort Marketing machen müssen. Ja, die müssen dort ihr Team verkaufen. Das heißt, die müssen dort allen, ach, ich habe mal vergessen, wer eingeladen ist, es sind alle im Unternehmen eingeladen, dort vorbeizugehen, auf diesen Basar zu kommen und über diesen Basar zu schlendern und sich an diesen einzelnen Ständen anzuschauen, was dort ja geschaffen wurde. Und auch in den Dialog zu gehen. Das ist halt auch ganz wichtig. Und das hat ganz viele unterschiedliche wichtige Perspektiven in der Entwicklung. Nämlich einmal, dass die Teams anfangen müssen, mehr unternehmerisch zu denken und auch ihre Dinge, die sie geschaffen haben, die sie entwickelt haben, zu verkaufen und darüber nachzudenken. Was ist eigentlich der Wert dahinter? Wie kann ich jetzt jemanden, der hier vorbeigeht, der vielleicht nicht der krasse Softwareentwickler ist, wie kann ich dem erklären, wie großartig das ist, was wir jetzt hier in unseren letzten zwei Sprints geschaffen haben? Und zum anderen gehen natürlich dann auch Leute vorbei, die tolles Feedback geben. Ja? Also vielleicht Leute, die es auch nicht verstehen, was da gemacht wurde. Ist auch ein wichtiges Feedback. Dann kann man daraus lernen und überlegen, okay, eigentlich, ich muss es ja meinem Kunden auch erklären. Ja, und wenn ich es nicht schaffe, jemandem zu erklären, der nicht ganz tief in dem Thema drin ist, dann müsste man nochmal überlegen, wie mache ich das am besten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Wertschätzung. Das heißt, dass ich als Teammitglied auch wirklich mal gesagt bekomme von Leuten, die da vorbeigehen, Mensch, das ist echt krass, was ihr da entwickelt habt, das ist voll cool. Und das ist auch wieder so nach innen eine wichtige Wertschätzung, die da entstehen sollte, um auch wieder diesen Energiehaushalt aufzufüllen, damit man wieder Kraft hat und Energie schöpfen kann, motiviert ist, das noch weiterzutreiben, zu verbessern. Und es kommt auch kritisches Feedback rein, ja, wo jetzt vielleicht auch Leute sagen, ja, aber verstehen tue ich das nicht genau, warum der Button rot ist. Ja, vielleicht sollte der grün sein, ja, weil rot wird irgendwie assoziiert mit, keine Ahnung, Gefahr oder sonst irgendwas. Und das kommt dann vielleicht von Leuten, die einen ganz objektiven, anderen Blick haben, viel besser als Feedback, wie von Leuten, die einfach zu stark in diesem Thema drin sind. Also ganz viele spannende Aspekte. Und noch der Aspekt,
dass Arbeit transparent wird. Ja, ist ja auch ein wichtiger agiler, also eins von den agilen Säulen, Transparenz. Arbeit transparent machen. Und jeder, der dann da drüber schlendert, der hat dann nachher ein viel besseres Bild, was in diesem Unternehmen eigentlich geschieht und was entsteht. Und es ist ein relativ einfaches Werkzeug. Gut, was ich euch noch mitgeben möchte am Ende, noch ein paar kurze Schlagwörter. Man sollte immer wissen, Tools und Methoden sind nur Mittel zum Zweck. Ja, auch nach dem Agilen Manifest, Individuum und Interaktionen wichtiger wie Prozesse und Werkzeuge. Erfolg resultiert aus hoher Wertgenerierung. Das ist ein sehr schwieriger Aspekt. Ja, also gerade viel, also Unternehmen sind ja viel kaufmännisch getrieben. Da geht es immer nur um Zahlen, um mehr Umsatz, Skalierung und so weiter. Das Problem ist, diese Übersetzung. Ja, natürlich hat man Unternehmensziele, ja, mit Wachstum und Umsatzzahlen und so weiter. Aber wenn du das irgendwo hinschreibst an die Wand, wir müssen jetzt nächstes Jahr 20% mehr Umsatz machen. Toll. Aber wie? Ja, das ist dann der Knackpunkt. Es geht nicht darum, irgendwie einen speziellen Umsatz zu machen. Es geht eigentlich darum, den Wert zu steigern, den Wert der Produkte und Services für den Kunden, dass der Kunde den Wert erkennt und dass er für den Kunden auch einen hohen Wert hat und er bereit ist dafür, auch den entsprechenden Gegenwert zu bezahlen oder einzusetzen. Darum geht es am Ende. Und wir wollen doch nicht nur 20% Umsatz mehr haben. Was passiert denn, wenn wir 30% oder 40% oder 50% mehr machen? Sind wir dann gescheitert? Ist doch Quatsch. Eigentlich müssen wir doch davon ausgehen, dass wir in den Möglichkeiten, die wir haben, versuchen, den möglichst hohen Wert für unsere Kunden zu schaffen. Und limitiert ist das nicht anhand von Umsatz, sondern anhand davon, wie viel Wert wir generieren können. Mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und Transparenz, Inspect und Adapt als Grundprinzip sind die drei Säulen von Scrum. Finde ich auch eine wichtige Grundlage. Einfach, steckt ja auch in den PDCA-Cycle drin. Nachhaltige Veränderungen kommen von innen. Der Titel dieses Talks. Ja, und das hat viel mit dem Mindset zu tun, mit Kulturwandel, Umdenken. Und zum Schluss wirklich mal den Mut zu haben und den Glauben daran zu haben, an die Kraft der Selbstorganisation. Und auch das mal einfach den Mut zu haben, mal auszuprobieren. Ein guter Tipp ist, dass man auf jeden Fall erfahrene Moderatoren dabei haben sollte, weil sowas kann aus dem Ruder laufen und dass die Rahmenbedingungen, die Leitplanken klar gesetzt sein müssen. Das sind oft Themen, woran Selbstorganisation hängen bleibt oder aus dem Ruder läuft. Ja, also jemand, der gut moderieren kann und irgendwo einfängt, na, wenn irgendwo Diskussionen oder irgendwas entsteht, was gar nicht mehr im Kontext ist, das passiert sehr schnell. Und aber auch einen ganz klaren Rahmen setzen, in dem es transparent ist, wo man sich bewegen kann in der Selbstorganisation. Gut, damit bin ich am Ende. So, jetzt haben wir noch so 5-6 Minuten, glaube ich, für Fragen. Gibt es von euch noch Fragen? Das Mikrofon bräuchten wir dazu. Ne? Seite, was auch immer. Hoch. Die soll aufgenommen werden, habe ich gehört. Also hier vorne wird das Mikrofon benötigt. Ganz vorne in der ersten Reihe. Ansonsten, ja. Nö. Also meine Frage ist im Endeffekt, an dem einen Punkt hast du mich nicht so ganz mitgenommen. Mhm. Das war, Da ging es um die Zukunftskonferenz. Mhm. Ja. Das darf nicht top-down passieren. Genau. Aber wer lädt ein? Mhm. Wo kommt die Initiative her, dass diese Einladung daraus geht an den ganzen Betrieb? Mhm. Also es gibt unterschiedliche Sichten darauf. Und auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Also es gibt auch Vorgehensweisen, die ich kenne, wo ein sogenanntes agiles Transitionsteam diese Einladung an die Organisation schickt.
Ich finde es aber ehrlicherweise ein wichtiges Zeichen, das muss von ganz oben kommen. Ja, und quasi die Bereitschaft zu sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, auf das, was da passiert, dass das wirklich von ganz oben kommt, dass das von der Geschäftsführung kommt, vom Vorstand, was auch immer, und dass die dann auch auf so einer Veranstaltung ganz vorne sich hinstellen und sagen, wir vertrauen jetzt auch auf euch. Ja, also wir setzen jetzt auf euch, wir verändern uns, das wissen wir müssen uns verändern und wir wollen jetzt die Veränderung gemeinsam machen, also mit allen zusammen. Das finde ich halt wichtig, dass dieses Zeichen wirklich von ganz oben kommt. Ja. Das Zeichen kommt von oben, ja, aber von unten kommen dann die Ideen und ja, die Umgestaltung. Okay, danke. Ja, du hast diese Zukunftskonferenzen gezeigt und die Idee, dass die Leute ihren Teamschnitt selber wählen. Mhm. Wir versuchen sowas, aber du hast auch zu Recht darauf hingewiesen, wenn das Unternehmen sehr, sehr groß ist, muss man das halt bereichsweise machen. Ja. Jetzt ist natürlich sehr schnell, dass man dann feststellt, eigentlich so ein sinnvolles Team wäre durchaus crossfunktional auch über die Bereichsgrenzen hinaus zu besetzen. Mhm. Wie gehst du damit um oder wie würdest du damit umgehen, wenn du einen Bereich hast, der sagt, super, wir machen das Zukunftskonferenz und es gibt aber auch Bereiche, die sagen, ja, im Prinzip schön, was ihr da macht, aber von mir kriegt ihr keine Kappa für eure Teams. Ja, also das ist eigentlich wieder am Ende der Produktschnitt. Ja, also du musst natürlich versuchen, irgendwie deine Organisation so aufzuteilen, also auch die, nicht nur das Produkt, sondern auch die Organisation, die dann dahinter steht, dass es halt wirklich eigenständige Einheiten sind. Ja, und wo es jetzt wenig Abhängigkeiten auch untereinander diesen operativen größeren Einheiten gibt. Ja, es gibt ja diese Dunbar-Zahl von 150, die pflege ich immer sehr stark zu vertreten, wenn es darum geht, größere Strukturen zu machen bezüglich den sozialen Kontaktfähigkeiten von uns Menschen, dass man so auf so Einheiten, also größere Business Units oder wie man die auch im Unternehmen nennt, kommt, die so 150 Menschen groß sind und dann aber auch zwischen diesen Units möglichst wenig Abhängigkeiten hat, sodass diese Geschäftseinheit möglichst eigenständig unternehmerisch agieren kann. Das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn du wieder dann zu viele Abhängigkeiten hast oder Mitarbeiter hast, die auf Tausenden von Hochzeiten tanzen, dann wird das nicht funktionieren. Ja, da muss schon auch strukturell einfach sich ganz klar was verändern. Ja, also was ich immer erlebe ist, dass wirklich Mitarbeiter einfach gar keinen klaren Fokus haben und auch einfach zu viele Bälle in der Luft sind. Und oft bin ich in Unternehmen, die irgendwie sagen, bei uns geht nichts vorwärts. Ja? Und irgendwie schaffen wir keine Ziele zu erreichen und gefühlt passiert einfach nichts. Und was ich ganz gerne mache, ist dann einen Workshop mit mittleren Führungskräften, die einen guten Blick auf das operative Geschäft haben, mit Top-Management zusammen. Und dann setzen sich alle zusammen und dann teile ich Post-its aus und sage, so, ihr schreibt jetzt mal alle Themen, an denen ihr aktuell arbeitet, jeder auf Post-its. Ja, also alle Themen, an denen aktuell gearbeitet wird. So, und am Ende werden die Post-its alle an die Wand geklebt. Was meint ihr, was da rauskommt? Da sieht man kaum noch Tapete. So, und dann sage ich, okay, hier, jetzt wisst ihr, warum bei euch nichts mehr vorwärts geht. Ganz einfach. Ja. Das ist das Problem. Immer dazu, immer mehr. Und das Allerschlimmste ist, die meisten vergessen den Produkt-Lifecycle. Das heißt, sie denken, wir haben mal was entwickelt und dann sind alle Leute wieder frei und können was Neues machen. Ja, das ist die größte Fehlannahme. Ja, wenn ein Produkt entwickelt wurde oder ein Teil, ein neues Feature oder was auch immer, dann gibt es einen Lifecycle. Das heißt, da müssen ständig wieder Ressourcen dafür zur Verfügung stehen, dieses Produkt am Leben zu halten. Und das ist nicht weg. Ja, und dann kommt immer wieder noch was dazu und noch was dazu, aber es fällt nichts weg. Und irgendwann hat man 80, 100, 200, 300 Themen gleichzeitig, an denen man arbeitet. Und dann ist es kein Wunder, dass nichts mehr vorwärts gehen kann. Darf ich die Frage nochmal anders formulieren? Die Antworten waren gut, waren aber nicht auf meine Frage. So. Okay, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ist ja auch nicht so einfach. Also wie gesagt, Großkonzern und du hast halt einzelne Bereiche, Bereichsleiter, die auch sagen, super agile Transformation, lass uns crossfunktionale Teams bauen. Du brauchst aber für einen sinnvollen Produktschnitt, der den Leuten auch irgendwo, wo die eine gute Idee haben, bräuchtest du Leute aus anderen Bereichen. Die kriegst du nicht. Schneidest du dann die Produkte so und sagst, komm, dann machen wir es halt, dann sind die Produkte halt doof, aber sie sind so, dass wir es jetzt starten können. Ja.
Oder sagst du, dann hat das keinen Sinn und dann machen wir was anderes? Naja, gut, also irgendwas musst du ja machen, also wenn du dich verändern willst. Ja. Und besser, du fängst mal irgendwo an, als gar nichts zu machen. Und das große Ziel sollte natürlich dann sein, die anderen Bereiche irgendwie an irgendeinem Punkt versuchen mitzunehmen. Am besten, man bindet die so früh wie möglich ein und man versucht zu überzeugen, einfach auch durch Tatsachen. Ja, also, dass man halt zeigt, Mensch, hier passiert was, wir haben uns verändert und man sieht auch Auswirkungen auf einmal. Ja, also man sieht, dass die Leute irgendwie engagierter sind, ja, dass man irgendwie schneller Sachen liefert und die Dinge auch irgendwie zielgerechter sind und mehr Wert bringen. Und dann versucht man halt auch andere Abteilungen irgendwie mit zu infizieren, ja, und die mit einzubinden. Und dann gibt es ja auch diese Konzepte von Community of Practice, sodass man dann halt auch übergreifend sich trifft, Arbeitskreise gründet, wo man dann versucht, auch quasi wieder zusammenzuarbeiten, auch übergreifend in irgendeiner Form. Aber klar, also du hast überall den Punkt, dass einige irgendwie schneller mit dabei sein wollen und andere irgendwie eher skeptisch dem gegenüberstehen. Aber du solltest gerade in der agilen Transition damit anfangen, erstmal den geringsten Widerstand zu geben. Das heißt, erstmal versuchen, die herauszufinden, die es gerne machen möchten, und mit denen fängst du an. Und dann arbeitest du dich langsam durch. Ja? Du versuchst natürlich dann, du musst ja auch dann beweisen, ehrlicherweise, ja, dass es wirklich besser ist wie vorher. Wir wollen ja auch nur sinnvolle Dinge tun. Ja? Es geht ja nicht darum, irgendwie einfach jetzt agil zu sein, weil alle agil sind, sondern es muss sich ja auch wirklich was verbessern. Und wenn man das dann spürbar und auch zeigen kann, dann gibt es halt auch kaum noch Argumente für andere, sich nicht anzuschließen. Ja? Weil das wäre ja wirklich dann schwer geschäftsschädigend, ja, wenn man sich gegen etwas stellt und wo man jetzt wirklich offensichtlich erkennt, dass es besser funktioniert. Gibt es noch eine Frage? Da ist noch eine. Was ist denn eine gute Metrik für den Delivered Business Value? Also wie bemisst der sich? Wie komme ich da dran? Ja. Ich komme jetzt aus dem Bereich R&D, von daher dazwischen ist bei mir noch Produktmanagement und dann gibt es noch Commercial Cluster und dann gibt es noch Sales und dann kommt der Kunde. Ja, also ja, ich habe euch ein bisschen beschummelt, also Business Value zu messen ist wirklich schwer. Es fängt, also das Schwere ist eigentlich nicht das zu messen, sondern das Schwere ist das zu definieren. Ja, also wie viel Business Value hat denn eine neue Funktion? Und das kann man nur festlegen, also das muss man am Anfang festlegen, ja, wenn man diese Funktion konzipiert, dann muss man festlegen, das ist eine Hypothese, wir sagen, das hat so und so viel Business Value für den Kunden. Und das kann dann auf ein paar Parametern basieren. Also ich kann hier gerne im Anschluss verschiedene Modelle mal zeigen, also ihr könnt das auch googeln, es gibt verschiedene Modelle, wie man Business Value berechnen kann. Man kann die auch festlegen an wichtigen KPIs, die beispielsweise aus der Unternehmensstrategie festgelegt sind. Ja. Also wenn du in, sagen wir mal, Unternehmensstrategie einen Abschnitt hast und sagst, es geht jetzt darum, mehr Kunden zu gewinnen, dann gibt es halt ein paar KPIs, die dafür wichtig sind. Ja, zum Beispiel, dass halt der Einstieg für Neukunden einfach ist. Ja. Und dann kannst du diese KPI nehmen und kannst sagen, das ist ein Bestandteil von der Business Value. Und dann machen wir einen Forecast. Diese neue Funktion, die jetzt entwickelt wird, da gehen wir davon aus, dass wir vielleicht 2% Neukunden damit gewinnen können. Ja, und das ist dann mit vielleicht, also was ich euch einen Tipp geben kann, macht die Formel nicht so komplex, also vielleicht 3-4 KPIs, ja, die zur Berechnung der Business Value herangezogen werden. Und dann kommt eine Zahl raus und das ist der Forecast, die auch belegt ist an 3-4 KPIs, die dahinter stecken, und die vergleicht man dann am Ende. Ja, wenn dieses Feature wirklich dann rausgekommen ist am Markt, dann kann man auch schauen, ist diese Hypothese, die wir hatten, dass wir so und so viele Neukunden damit gewinnen, ist die wirklich aufgegangen? Und daraus kann man dann wieder lernen, ja, bezüglich, wie man diese Funktion weiterentwickelt oder ob man die vielleicht auch wieder fallen lässt und dafür was anderes macht und so weiter. Und dann kannst du sehen, wie hoch ist die Abweichung von der Hypothese, die wir so haben, also auch im Grundsatz, zu dem reellen Ergebnis am Ende. Ja, also wie hoch stimmt die Annahme der Business Value nachher mit der wirklich ausgelieferten Business Value überein? Und das sollte sich verbessern. Da sollte man ein gutes Gefühl bekommen. Ja, also haben wir einen guten Kontakt zum Kunden? Das hat ja auch was damit zu tun. Wie gut verstehen wir unseren Kunden? Wie eng sind wir am Markt? Das siehst du an der Abweichung von der Hypothese zum wirklich gemessenen Ziel am Ende.
So, meine Zeit ist gerade über, aber vielleicht können wir uns da nachher auch noch mal kurz drüber unterhalten. Time over, what now? Ja, okay. Gut. Wie ist das mit dem Voting? Muss ich da irgendwas sagen, oder? Genau, es gibt eine App, da ach so, ja. Können wir oder Sie jetzt genau. Genau. Gut, ja, vielen Dank. Ja.